jetzt. Herzlich willkommen im Livestream im LWL Museum für Naturkunde im Planetarium. Allerdings nicht zu einer Veranstaltung des Planetariums, sondern zu einer Veranstaltung der Sternfreunde Münster hier im Planetarium als unser derzeitiges Sendestudio, so lange bis wir wieder persönlich alle zum Vortrag einladen dürfen. Bei mir ist unser Vortragender heute Abend, Jürgen Stockel, der hier in ausreichendem Abstand neben mir sitzt, nach Corona-Regeln. Und es sieht zwar so aus, als wenn wir direkt nebeneinander sitzen, aber das ist nur unser geschicktes Zusammenfügen des Bildes. Und das Thema des heutigen Abends ist astronomische Uhren der Hansezeit. Der Jürgen ist da großer Experte, ist rumgereist, hat alle Uhren persönlich inspiziert. Und bevor ich jetzt einfach das Wort übergebe, will ich nur vorweg noch sagen, ursprünglich hatten wir ein anderes Thema angekündigt für heute Abend, nämlich Starlink, die Satellitenkonstellation, die SpaceX, Elon Musk startet, und viele sehen dann diese Ketten von Lichterpunkten über den Himmel ziehen. Großes Thema in der Astronomie, die den Astronomen nicht nur schlaflose, sondern leider auch mitunter beobachtungslose oder ergebnislose Nächte bereitet. Unser Kollege, der darüber eigentlich heute vortragen wollte, ist dazu leider nicht in der Lage. Er ist Lehrer und sagte vor 10 Tagen, die schütten uns so zu mit Arbeit jetzt, das kriegen wir nicht hin im Moment. Und da bin ich sehr froh, dass Jürgen mit dem Thema, das ja nicht ganz so aktuell ist, sondern historisch ist, aber trotzdem interessant ist, so kurzfristig eingesprungen ist. Und damit geht es jetzt los. Die astronomischen Uhren der Hansezeit. Jürgen, eine Sache vorweg noch. Im YouTube-Chat, man sieht es jetzt vielleicht seitlich neben dem eigentlichen Vortragsfenster, auf der Seite, ich muss andersrum zeigen, auf der Seite ist es, genau, da kann man natürlich Fragen stellen. Mitten im Vortrag können wir die schlecht beantworten, aber wir werden die Fragen sammeln und am Ende gehen wir auf alle Fragen ein. Und jetzt geht's los, die astronomischen Uhren der Hansezeit. Jürgen. Ja, also ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Ist ja eine ganz ungewöhnliche Geschichte, weil ich weiß jetzt gar nicht, wer auf der anderen Seite vom Äther sitzt. Ich darf vielleicht jemanden in Bern begrüßen, in Angermorde, in Münster, vielleicht sogar in Singapur, ich weiß es nicht. Ich kann euch auch zuwinken, aber es ist schon etwas ungewöhnlich. Aber in der heutigen Zeit geht man auch mal neue Wege, und ich finde es toll, dass wir auch über diesen Weg auch mal mit einem Thema an euch rangehen können, was man vielleicht nicht allen bieten könnte, wenn man das normalerweise live im Planetarium oder im Naturkundemuseum machen könnte. Ja, es geht heute auf eine Reise, und zwar in Hansestädte. Und in diesen Hansestädten wollen wir etwas ganz Besonderes besuchen, nämlich große astronomische Monumentaluhren. Und da ich ja hier in Münster am Dom ja unsere astronomische Uhr ja auch sehr gut kennengelernt habe, hat mich natürlich auch gereizt, mal zu sehen, wie die anderen Uhren in den Hansestädten, denn da gibt es ja diese großen Monumentaluhren, wie ihr gerade sehen könnt, die natürlich auch in ähnlichen Zeiten entstanden sind wie die Münsteraner Uhr. Und da sieht man dann viele Gemeinsamkeiten, aber auch entsprechende Unterschiede. Und das ist auch heute das Thema. Es geht also einmal ganz kurz in die Hansezeit rein. Ich will aber mit historischen Langweiligkeiten nicht zu lange mich aufhalten. Dann, wie hat man überhaupt so Uhren damals gebaut? Was war dafür zwingend notwendig? Ja, und dann kann man tatsächlich bei diesen Uhren, die wir uns heute anschauen, auch 3 verschiedene Generationen unterscheiden. Es gibt eine ältere Generation, zu der zum Beispiel auch die Münsteraner Uhr gehört, eine jüngere Generation mit der Rostocker Uhr als Beispiel und dann natürlich eine ganz junge Uhr, die ist noch relativ neu in Lübeck. Das würde ich mal als ganz junge, aktuelle Generation bezeichnen. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was an astronomischen Anzeigen in diesen Uhren steckt. Und bei diesen mittelalterlichen Uhren darf man sich auch nicht wundern, es gibt auch eine Menge astrologische Dinge, die dort gemacht werden. Kalendarien haben alle diese Uhren damals gehabt, auch heute noch zu sehen. Und dann zeige ich zum Schluss noch ein paar Bilder von anderen astronomischen Uhren, die auch außerhalb der Hansestädte zu sehen sind. Ja, gucken wir mal ganz kurz in die Hansezeit. Man sieht hier so eine Karte, wo man gut sehen kann, es gibt verschiedene Städte, die liegen nicht nur alle an der Küste, die durch Handelswege, durch Schifffahrtslinien miteinander verbunden sind, wo durch Handel eben Geld verdient wird. Das war eben die Hanse. Aber es war nicht immer so, wie sich die Hansestädte das vorgestellt haben. Dänemark war ja, ich sag mal, anders regiert. Waldemar IV. Hat Dänemark befreit, hat natürlich dann entsprechende Privilegien an Dänemark gezogen, die Hansestädte verloren haben. Das fand er nicht so doll. Es wurden Kriege geführt und 1368 gab es dann einen Krieg, wo dann die Hansestädte sich durchgesetzt haben. Und so hat man dann in Stralsund im Jahre 1370 einen Frieden geschlossen unter der Beteiligung des Erzbischofs von Lund. Ich betone das nochmal so, Lund, weil Lund gleich auch eine Rolle spielen wird. Und man hat hier eben den Hansestädten die alten Privilegien zurückgegeben und hat dann auch damit die Rolle dieser Städte enorm wieder gestärkt.
Nur mal als Beispiel, womit hat man damals Geld verdient? Ja, Zollerlöse am Öresund zwischen Dänemark und Schweden eben. Oder das Monopol im Heringshandel beispielsweise. Das hat den Städten richtig Geld in die Kasse gespült. Und davon haben natürlich alle Städte profitiert, die auch an Handelswegen wie zum Beispiel Münster gelegen waren. Das war also die Blütezeit der Hansestädte und das führte eben dazu, dass man in bestimmten Städten eben auch Monumentalbauten, Prunkbauten eben errichtet hat, wie in Lübeck beispielsweise oder Stralsund in Rostock. Da hinten haben wir Danzig, hier in Münster, Lüneburg oder auch in Bremen. Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, aber wenn man sich mal diese Gebäude dort ansieht, dann sieht man schon auf den ersten Blick, da ist damals richtig Kohle gewesen. Und das hat sich auch nicht nur in Gebäuden gezeigt, sondern in diesen Hansestädten hat man auch Geld ausgegeben für Uhren. Das waren damals ganz ja, tolle Dinge, die waren repräsentativ und so hat man gerade hier oben in dem nördlichen Deutschland solche Uhren errichtet. Man sieht hier die alte Uhr in der Lübeck-Kirche in Lübeck, daneben die ganz neue aus dem letzten Jahrhundert. Im Lübecker Dom gibt es sogar noch eine Uhr in Wismar, in Doberan, Rostock, Stralsund, ja Lund. Auch eine sehr, sehr schöne Uhr, fast eine Zwillingsuhr der Münsteraner Uhr. Dann in Danzig eine sehr schön restaurierte Uhr, natürlich dann in Stendal noch eine schöne Uhrscheibe und natürlich unsere Uhr in Münster, von der wir natürlich gleich sehr viel sehen werden, aber auch von den anderen Uhren. Ja, es gibt dann natürlich noch in anderen Kirchen große Uhren, die aber nicht so bedeutend sind wie die in den Hansestädten hier. Und natürlich gibt es auch an Rathäusern Uhren, wie zum Beispiel die ganz bekannte Uhr am Prager Rathaus oder in München am Rathaus. Ja, und eine Uhr muss man natürlich immer wieder zeigen, wenn man über astronomische Uhren redet. Das ist die große Uhr im Straßburger Münster, die aber heute nicht so im Fokus steht, weil ich mehr über die Hansezeit und deren Uhren sprechen möchte. Ja, wenn man solche Uhren sieht, hier haben wir mal ein paar größere Aufnahmen von Rostock, Danzig, Lund, dann sind das schon sehr aufwendige Geschichten. Und deswegen möchte ich mal kurz darauf eingehen, was musste man damals eigentlich alles machen, um solche Uhren zu bauen? Es ist ja tiefstes Mittelalter noch. Ja, zunächst mal, Uhren sind ja Zeitmessungen und bevor man solche mechanischen Uhren gebaut hat, hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann man Zeitabstände, Zeiträume messen mit Kerzen beispielsweise. In der Antike hat man Wasseruhren gebaut oder eben, ja, eine Sanduhr haben wir vielleicht alle noch zu Hause für so ein Eierkorn. Auch das gibt es natürlich schon ewig lange. Aber der eigentliche Taktgeber für das Leben in der Stadt, auch auf dem Land, war und ist fast auch heute noch die Sonne. Und wenn wir mal ins Mittelalter reinschauen, dann beginnt der Tag, und das war damals wahrscheinlich für die Leute auch gerade im Winter sehr lange Arbeitstage, er beginnt eben mit dem Sonnenaufgang. Vielleicht hatte man in der Mittagszeit ein bisschen Muße, sich auszuruhen, und abends endete der Tag. Das war der Taktgeber Sonne. Wenn man aber zu ganz bestimmten verabredeten Zeiten, zum Beispiel im Kloster, sich zum Stundengebet treffen wollte, musste man irgendwie eine Vereinbarung treffen. Ja, wann machen wir das denn jetzt genau? Und man hat damals schon, das ist also eine ganz alte Regel, und die kommt eigentlich schon aus dem alten Ägypten, hat man den Tag, aber auch die Nacht in 12 gleiche Abschnitte geteilt. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, wenn es um die Nacht geht. Und da natürlich im Winter die Nacht viel kürzer, länger ist als im Sommer, sind die natürlich dann unterschiedlich lang, diese Nachtstunden. Und deswegen spricht man von ungleichen Tag- und ungleichen Nachtstunden. Das war damals die gebräuchliche Regelung, nach bestimmten ja, Punkten in der Nacht sich zu verabreden, zu einem Gebet zum Beispiel. Ja, und wenn man sich mal fragt, das ist jetzt ein altes Bild von Rostock, warum brauchten die Städte eigentlich eine richtige Räderuhr? Dann kann man natürlich viele Antworten finden. Man braucht einen gleichmäßigen Taktgeber für das Leben in den Städten, weil ja, man will natürlich im Sommer wie im Winter irgendwie ähnlich lang arbeiten, verkehren, Handel treiben, wie auch immer. Es gibt nun mal gerade in den größeren Städten auch viele Menschen, die in Abhängigkeiten geraten, weil ja arbeitsteilig gelebt wird. Dann Faktoren der inneren Ordnung spielen hier sicherlich auch eine Rolle, um Zeiträume, Zeitpunkte festzusetzen. Die Geschäfte brauchen klare Zeitpunkte, um ihren Handel miteinander zu koordinieren. Ja, Handel, Produktion natürlich ebenfalls, Verkehrsverbindungen benötigen ebenfalls Zeitpläne und vieles, vieles mehr. Ich kann das wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen, aber man kann sich vorstellen, dass in solchen blühenden Städten, wie gerade in den Hansestädten, das gerade besonders wichtig wurde. Ja, Technik, auch das spielt natürlich eine gewisse Rolle, weil eine Uhr gibt es ja noch nicht so lange vor dem Mittelalter. Man hatte zwar damals die Möglichkeit, so mit Wellen und Rollen oder Seilrollen und Zahnrädern, Zahnradverbindungen schon richtig tolle Sachen zu bauen, Wassermühlen oder Wasserräder beispielsweise. Aber das fließt eigentlich relativ schnell, diese Räder drehen sich noch relativ schnell. Um eine Uhr zu bauen, wo ein Zeiger sich einmal am Tag nur dreht, ist das alles viel zu schnell.
Also man hat sich dann natürlich schon Gedanken gemacht, wie kann man so eine Bewegung langsamer machen? Wie kann man sie hemmen? Und man hat letztendlich irgendwann die Hemmung einer solchen Drehbewegung entdeckt und damit konnte man letztendlich auch die Uhr entwickeln. Also die Hemmung war die wichtigste Voraussetzung für das Entwickeln von Uhren, mechanischen Uhren. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, das ist so der erste Startpunkt einer mechanischen Uhr, dann haben wir hier vorne eine Welle, da liegt ein Bändchen, ein Seil drüber und wenn man jetzt dieses nicht hemmen würde, dann würde das also ganz schnell abrollen und dann wäre das Thema erledigt, für eine Uhr völlig unbrauchbar. Das ist also jetzt hier ein sogenanntes Kronrad, das ist so die erste Entwicklung einer Hemmung, um diese Welle hier vorne zu hemmen. Ich kann das jetzt irgendwie versuchen zu erklären, mache ich aber nicht, ich zeige Ihnen lieber mal ein kleines Filmchen, damit Sie sehen können, wie quasi diese Spindelläppchen, die hier sind, oben und unten, immer nur eine kleine Zacke freigeben im Wechsel. Ja, man hört jetzt zwar keinen Ton, ist auch nicht so wichtig, aber man sieht auf jeden Fall, dass jetzt diese Welle hier in der Mitte, dass sie immer nur Stück für Stück freigegeben wird, sich ganz langsam drehen kann. Das war so die erste Form einer Hemmung, die man damals hatte. Damit man aber bei einer Uhr auch noch die Chance hat, das zu regulieren, hat man hier oben eine Waage gebaut mit Gewichten, die man nach innen und nach außen verschieben kann, um damit natürlich die Trägheit dieser Spindelachse zu erhöhen oder zu erniedrigen, um damit die Geschwindigkeit dieser Welle dann auch noch einzustellen. Das war letztendlich der erste, wichtigste Schritt, um eine Uhr zu bauen. Das ist die sogenannte Spindelwaaghemmung. Das hat sich über viele hundert Jahre bewährt. Aber man hat dann natürlich auch an Weiterentwicklung gearbeitet. Und das, was in vielen Uhren auch heute noch zu sehen ist, ist die sogenannte Pendelhakenhemmung. Damit Sie das mal in Funktion sehen, auch da ein kleines Filmchen, direkt aufgenommen in der Rostocker Marienkirche, in der dortigen astronomischen Uhr. Sie sehen sie hier im Bild, da sehen Sie den Professor Schukowski, der wirklich unfassbar rege Mentor dieser astronomischen Uhr in Rostock, der uns dann mal mitgenommen hat, oben in die Uhr reinzuschauen. Da sieht man schon einen Teil dieses alten mittelalterlichen Räderwerks und jetzt zeige ich mal, wie quasi das Ganze funktioniert. Hier sehen Sie, wie quasi an dieser Stelle durch diese Wippe immer nur eine Zacke von diesem Zahnrad freigegeben wird. Und damit kann diese Welle natürlich sich ganz, ganz langsam bewegen. Kraft kriegt das ganze Ding jetzt nicht durch ein Gewicht über eine Welle, sondern das ist jetzt hier quasi ein Pendel, was aber dann wieder durch ein Gewicht angetrieben wird, um den Taktgeber zu nennen. Und da sieht man jetzt hier, wie sich das ganz langsam auf diese Welle überträgt. Und die dreht sich eben ganz, ganz langsam. Und mit weiteren Zahnrädern kann man dann ganz, ganz langsame Bewegung erzeugen. Ja, wenn wir uns mal anschauen, wie sieht das in Münster aus, da haben wir noch ganz alte Reste des mittelalterlichen Zahnradwerkes, handgeschmiedet, dünn. Da ist natürlich ein hoher Verschleiß da gewesen. Die Uhr war vor ziemlich genau 90 Jahren so marode, dass man sie mit dem Uhrwerk neu gebaut hat, nach mittelalterlichem Vorbild. Man sieht aber hier, dass man hier ein Uhrwerk hat. Man hat auf der Seite ein Planetenwerk aus Stahl. Das ist ja schon 90 Jahre alt, da ist doch nichts an Verschleiß zu sehen. Also insofern haben wir hier ein relativ modernes Uhrwerk eingebaut, aber mechanisch konzipiert wie ein Uhrwerk aus dem Mittelalter. So, 1275, das ist so der erste Nachweis, dass es auch Uhren gab. Man weiß tatsächlich nicht, wer die Hemmung erfunden hat. Man weiß auch nicht, wer die erste Uhr erfunden hat. Aber man weiß, dass diese Uhren gerade da, wo Geld da war, in den Städten damals einen rasanten Siegeszug bekommen haben. Und die Glocken bestimmten dann irgendwann den Rhythmus der Stadt. Die Glock einer Stadt. Und 1350 hatten eigentlich alle große Städte eine öffentliche Uhr. So, die Hansestädte konnten dann, wie wir es gerade gesehen haben in der Geschichte, sich bereits zu Ende des 14. Jahrhunderts solche großen Uhren auch leisten. Und man konnte sie auch bauen. Und wenn man sich mal vorstellt, wir sind ja nun im tiefsten Mittelalter, auch heute wäre der Bau einer solchen Uhr sicherlich sehr aufwendig. Und wenn man mal schaut, wer ist daran beteiligt? Ja, heute würden wir bei einer astronomischen Uhr wahrscheinlich hauptsächlich Astronomen zu Rate ziehen, aber damals war Astronomie und Astrologie sehr stark verkoppelt, also haben auch die Astrologen hier ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet. Mathematiker spielen hier eine Rolle, Gesamtplaner waren dabei, Handwerker waren dabei, Künstler und wenn man nur mal in die Riege der Handwerker guckt, da werden Sie staunen, was es da alles gibt. Zimmerleute, natürlich, das Ganze ist ja wie in ein Baugerüst einzubauen, dann gibt es Tischler, die die Beplankung gemacht haben, Bildhauer für die Ornamente, für die ganzen Figuren, Maler, klar, das Ganze wird ja auch entsprechend künstlerisch gestaltet. Kleinschmiede, ja, Nägel, Beschläge, Kleinteile, alles das, das konnte man damals. Seiler, Gewichtsseile, Zugseile brauchte man, Glockengießer, Glaser, Drechsler und. Und wenn man sich nur mal so einen Schmied anschaut,
die es damals ja auch schon gab für bestimmte andere Zwecke. Und die mussten jetzt im Grunde genommen sich was einfallen lassen, um solche Zahnräder zu bauen. Und aus dieser speziellen Art der Schmiederei wurde letztlich eine neue Zunft, nämlich die Zunft der Uhrmacher. Und wenn man sich mal nur mal so ein Zahnrad vorstellt, ne, in Münster hat man ja Zahnräder mit bis zu 499 Zacken. Man schmiedet erstmal ein rundes Rad, einen runden Radkranz, in den schmiedet man exakt auf Millimeterbruchteile genau 499 solche Zacken. Dann muss das Ganze natürlich noch mit einem Radkranz versehen werden, damit es stabil wird, und dann muss es auf eine Welle geschoben werden. Das ist schon hochkomplex. Da zieht man wirklich seinen Hut vor den Leuten, die das damals gemacht haben. Allerdings natürlich nicht mit Stahl, sondern mit relativ weichem Eisen. Und deswegen waren diese Uhren immer relativ schnell marode. Sie mussten ständig repariert und renoviert werden. Ja, jetzt gibt es drei Generationen der Hanse-Uhren, und ich zeige Ihnen jetzt mal zunächst mal einer Karte, was wir alles so haben. Wir haben in Rostock erste Hinweise, eine Uhr von 1379, die gibt es aber in der Form nicht mehr. Stralsund 300, 1394, Münster 1396, die Lübecker Marienkirche 1405 und die Lundkirche 1416. Das sind die ältesten astronomischen Uhren, die wir kennen. Das ist die ältere Generation. Die haben was gemeinsam und die unterscheiden sich in der Tat von den Uhren, die dann gekommen sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Uhr von 1462 in Rostock, eine sehr bekannte Uhr, in Danzig super renoviert, 1464, im Lübecker Dom 1452, ist aber sehr stark barockisiert worden. Die lasse ich heute aus der Betrachtung auch mal komplett raus. Und das wäre dann die jüngere Generation, vor allem durch Rostock und Danzig vertreten. Ja, und dann gibt es noch eine ganz junge Generation, so das Baby unserer astronomischen Uhren, in der Lübecker Marienkirche heute zu bestaunen, von 1976. Also eine, man kann wirklich sagen, nagelneue Uhr. Ja, und das sind im Grunde genommen die Uhren, die ich heute betrachten werde. Einmal die jüngere, die ältere Generation, ich gehe nochmal zurück, dann die jüngere Generation in Danzig und in Rostock und die ganz junge in Lübeck. Das sind die fünf Uhren, die wir heute uns mal etwas genauer anschauen. Und da werden Sie sehen, es gibt viele Unterschiede, aber es gibt durchaus auch Gemeinsamkeiten, die alle Uhren heute noch zeigen. Fangen wir mit den älteren an. Das sind also Münster und Lund, die beiden, die auch von ihrer technischen Ausstattung in bestimmten Dingen ähnlich sind, aber Sie werden gleich sehen, dass die Münsteraner Uhr noch viel, viel weiter gegangen ist. Vielleicht hat man etwas mehr Geld gehabt. Lund war ja keine dieser großen Hansestädte, aber der damalige Bischof von Lund, der war damals in die Friedensverhandlungen sehr stark mit integriert und hat eventuell über diesen Weg auch entsprechend viele Gelder bekommen. So, ja, Wünsche, Finanzen der Auftraggeber sind natürlich in Münster und Lund sicherlich nicht deckungsgleich. Die Leute, die an solchen Uhren arbeiten, sind auch vielleicht unterschiedlich in Erfahrung und ihrem Können. Das heißt, jede dieser Uhren, das gilt eigentlich für alle astronomische Uhren, sind Unikate. Natürlich mit gewissen Ähnlichkeiten, wie wir später nochmal sehen werden. Gemeinsamkeiten dieser Uhren. Mindestens drei Hauptzeiger. Das gilt jetzt für diese ganz alten Uhren. Es gibt eine Grundscheibe mit Informationen und wir haben eine Mondphasenkugel. Das ist ein wichtiges Detail dieser ganz alten Uhren. Schauen wir uns das mal im Detail an. Lund und Münster hier direkt nebeneinander. Man sieht, glaube ich, schon, dass man hier in der Barockzeit in Münster etwas gemacht hat, was unter uns mir persönlich nicht so gut gefällt, aber nur am Rande. Man sieht nämlich nicht mehr so viel von dem, was man im Hintergrund dieser Uhr sehen kann. Aber was haben diese beiden Uhren jetzt gemeinsam, was die Zeiger angeht? Wir haben einen Sonnenzeiger. Dort ist der in Lund, schön erkennbar an dem Sonnensymbol, ähnlich hier in Münster. Das ist der Zeiger, der die Uhrzeit anzeigt. Dann haben wir einen Mondzeiger, eine Kugel. Man kann vielleicht schon ahnen, dass diese Kugel aus einer schwarzen und einer silbernen Hälfte besteht. Und was ich ganz, ganz kompliziert finde, aber auch das hat man damals realisiert, ist ein Tierkreisring. Der ist drehbar. Ganz hochkompliziert zu bauen, was die Mechanik angeht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ich habe das in den letzten Wochen mal immer wieder fotografiert, es gibt hier eine Stellung einer Uhr, die immer gleich ist. Und zwar ist das dieser Zeiger, der Sonnenzeiger. Der zeigt hier oben die Uhrzeit an. Es ist mittags um 1 Uhr. Und Sie sehen, glaube ich, schon, in der Münsteraner Uhr tickt das irgendwie anders. Die läuft nämlich gegen den Uhrzeigersinn. Aber das jetzt nur am Rande. Achten Sie bitte an dieser Stelle auf folgende Position. Wir haben ja hier die Tierkreise. Und da haben wir den Sonnenzeiger. Und hier an dieser Stelle wird jetzt auch angezeigt, in welchem Tierkreis befindet sich die Sonne. Und wenn man vor der Uhr steht, man bewegt sich alles schön gegen den Uhrkreis, gegen den normalen Uhrkreis sind, aber
man sieht keine Unterschiede zwischen dem Tierkreis und dem Sonnenzeiger. Das ergibt sich erst über Wochen und Monate. Und schauen Sie mal, wo wir jetzt sind. Wir haben hier zum Beispiel in dieser Position steht der Zeiger im Jungfraubereich. Und hier haben wir schon die Waage. Dann geht das durch die Waage weiter. Es wandert jetzt in den Skorpion rein. Von dem Skorpion geht es weiter in den Schützen. Weiter vom Schützen zum Steinbock, vom Steinbock weiter bis zum Wassermann. Dann kommen die Fische. Und jetzt sind wir im Widder und waren im Widder und jetzt sind wir bereits im Stier. Und Sie haben schon gesehen, der Sonnenzeiger ist immer in der gleichen Position. Der dreht sich natürlich einmal am Tag, aber mittags um 1 Uhr ist er immer wieder an der gleichen Stelle. Aber die Tierkreisscheibe, die dreht sich ganz langsam unter der Sonne weiter. Und Sie haben vielleicht auch gesehen, dass der Sonnenzeiger, dieses Sonnensymbol, dass der mal hier oben war und jetzt hier unten ist. Der wird nämlich durch eine Rille hier unten mitgezogen, durch die Tierkreisscheibe. Also entweder mal hier oben wie im Winter oder hier in der Mitte mehr wie im Sommer. Das kann man hier auch noch mal ganz schön sehen, wie sich alles gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Aber man kann schon erahnen, dass diese beiden Zeiger, nämlich der Sonnenzeiger und der Mondzeiger, dass sie ein kleines bisschen auseinanderlaufen. Und in der Tat dauert es 29,5 Tage, bis der Sonnenzeiger den Mondzeiger wieder eingeholt hat. Dann sind die wieder in der gleichen Position. Neumond bis Neumond oder Vollmond bis Vollmond. Das sind nämlich genau diese 29,5 Tage. Ja, und wenn man sich mal die Mondphasenkugel bei diesen beiden alten Uhren anschaut, in Lund und Münster, haben die beide eine Gemeinsamkeit. Denn diese Mondkugel, die sitzt auf einer Welle, die sich nochmal um sich selber drehen kann. Das heißt, in diesen 29,5 Tagen dreht sich diese Kugel einmal um ihre eigene Achse, sodass wir, wenn die Kugel aus zwei Seiten besteht, schwarz und silber, tatsächlich Mondphasen erkennen können. Und das sieht man hier sehr schön. Hier hat man quasi in der Nähe der Sonne die Neumondsituation, die Mondkugel sind schwarz. Hier sieht man so ein kleines bisschen schon der Sichelform, da ist sie nochmal schwarz. Hier haben wir eine Halbmond-Situation und hier kann man diese Mechanik sehen, dass durch dieses gegenläufige Getriebe diese Welle sich nochmal um ihre eigene Achse dreht in 29,5 Tagen. Also eine ganz tolle, wunderbare Konstruktion, die heute noch von vielen bewundert wird. So, und hier sehen wir jetzt mal verschiedene Phasen, halb silber, halb schwarz, drehbar in dieser Halbschale, wie in Münster ist es auch in Lund gemacht, Vollmond, Neumond, dann die entsprechenden Zwischenphasen, die man dann in entsprechenden Zeigerstellungen zwischen Sonne und Mond entsprechend an der Uhr ablesen kann. Gucken wir uns jetzt mal an, was hinter den Zeigern, hinter dieser Tierkreisscheibe verborgen liegt. Da sieht man in Münster deutlich mehr Farbe. Man kann ganz filigrane kleine Kreise erkennen. Man sieht auch Kreise hier auf der Uhr in Lund. Da gibt es sicherlich eine Menge Gemeinsamkeiten. Ich möchte Ihnen das aber mal an der Münsteraner Uhr zeigen, weil es ist so komplex, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was hat man damals eigentlich alles so gemacht auf dieser Grundscheibe. So, gucken wir uns zunächst mal das Bunte an. Das ist ja vor kurzem alles renoviert worden. Da konnte man einen schönen Blick auf die Grundscheibe werfen. Da sieht man viel Farbe und na gut, wer in Erdkunde aufgepasst hat, wird trotzdem sich etwas schwer tun, hier eine Weltkugel zu erkennen. Das hat man nämlich gespiegelt, weil die Uhr gegen den normalen Uhrzeigersinn läuft. Und deswegen musste man auch die Weltkarte spiegeln. Wenn man sie horizontal spiegelt, dann erkennen Sie hoffentlich mit mir zusammen, dass das hier Afrika sein soll, Asien, Nord- und Südamerika und das hier dazwischen ist Europa und da ist der Nordpol. Also Sie sehen schon eine Weltkarte aus dem 17. Jahrhundert. Das ist keine Weltkarte, das ist Mittelalter. Das hat man nachträglich aufgetragen. Und diese Linien hat man aus dem Mittelalter dann übernommen und belassen. Und das ist ein richtiges Wirrwarr von Linien. Ich will da auch gar nicht im Detail drauf eingehen, da könnte man eine Stunde zu erzählen. Aber damit Sie mal einen Eindruck haben, um was es da eigentlich geht, gibt es hier verschiedene Arten von Linien. Die erste ist ganz einfach. Ich habe das mal in Schwarz-Weiß gelassen, damit man die Linien besser identifizieren kann. Sie sehen hier Linien, die sich auf eine Weltkarte beziehen, mit dem Wendekreis des Krebses, dem Äquator, dem Wendekreis des Steinbocks, also klassische Linien, die man auf einem Globus aussehen kann. Dann gibt es Linien, die die Sichtbarkeit am Himmel zeigen. Wir haben nämlich hier eine ganz wichtige Linie, das ist vielleicht die wichtigste Linie an der Uhr, eine Horizontlinie, da hat man die Linie 30%, 60% über dem Horizont, aber diese Linie ist ganz, ganz wichtig, das werden wir später nochmal bei Venus und bei den Planeten erkennen, denn alles, was sich hier drüber befindet, ist eben über dem Horizont, kann man sehen oder ist zumindest am Himmel, wenn Planeten da am Tage stehen, sind sie zwar über dem Horizont, aber man kann sie trotzdem nicht sehen, weil die Sonne zu hell ist, und was eben unter dem Horizont ist, kann man eben nicht sehen und das kann die Uhr auch anzeigen. Einteilung in 12 Himmelshäuser, Sie ahnen es schon, da geht es in die düstere Geschichte der Astrologie. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Verkehrtes gesagt. Ungleiche Nacht schon, das war dieses System, was ja vor den mechanischen Uhren schon bestand. Auch hier hat man die Möglichkeit gehabt, solche ungleichen Nachtstunden abzulesen.
Ja, und Sie sehen schon, wenn man das mal zusammenfügt, dass es wirklich ein Wirrwarr ist für, ja, ich sage mal, auch damalige Laien überhaupt nicht lesbar gewesen. Da musste man wirklich schon auch Fachmann dieser Uhr sein. Ja, wenn wir uns nochmal anschauen, wo sind vor allem Unterschiede bei diesen beiden älteren Uhren, dann ist das natürlich der Umfang der Anzeigen, das werden Sie gleich sehen, dann die Qualität der Ausstattung, da hat Münster sicherlich mehr Geld investiert und es gibt auch regionalspezifische Unterschiede. Ja, fangen wir mal bei den Zeigern an. Wir hatten ja schon die Hauptzeiger kennengelernt, da war ja der Sonnenzeiger zu sehen, der Mondzeiger und letztendlich die Tierkreisscheibe, die sich ja auch auf einer anderen Geschwindigkeit dreht als der Sonnenzeiger, ist auch ein Zeiger. Sieht zwar nicht so aus, aber ist eine Zeigerstruktur. So, und dann haben wir hier in Münster noch den Merkur, wir haben noch die Venus, Mars, Jupiter und den Saturn. Wobei der Merkur ja eine kleine Mogelpackung ist. Das Ganze hat man vor allem auch unter astrologischen Gesichtspunkten gebaut. Man will ja zeigen, in welchen Tierkreisen sich auch Planeten befinden. Da der Merkur ganz schwierig zu sehen ist live, spielt er in der Astrologie gar keine Rolle. Man hätte ihn eigentlich gar nicht einbauen müssen, aber man hat zur Vollständigkeit hat man ihn mit eingebaut. Er ist aber nicht mit einem eigenen Zahnrad verbunden, sondern er ist am Sonnenzeiger festgeschweißt. Der läuft also einfach stumpf mit der Sonne mit. Trotzdem haben wir mit Sonne, Mond und 4 Planeten und dem Tierkreis 7 verschiedene Zeiger, die hier unterschiedlich schnell laufen. Also wirklich ein Wunderwerk der Technik. Insofern ist diese Münsteraner Uhr heute noch die einzige historische Uhr, die das in dieser Komplexität kann, weltweit. Ja, wenn man mal sich genau das anschaut, das Ganze dreht sich nämlich hier um die Mitte. Da ist ein Symbol für die Erde eingetragen. Und 1540 ist das Bild dieser Uhr, 1396, ähnlich wahrscheinlich wie die heutige Uhr. Da ist die Uhr natürlich gebaut worden, als das Weltbild des Ptolemäus noch galt. Man kann es gar nicht glauben. Es war so. Die Erde steht im Mittelpunkt und wird von Planeten und der Sonne umkreist. Und das kann man heute an dieser astronomischen Uhr, wie an allen anderen astronomischen Uhren, letztendlich auch zum Beispiel in Straßburg sehen. Ja, Umfang der Anzeigen, dann haben wir hier in Münster noch mehr astrologische Daten. Tages- und Stundenregenten werde ich hier nachher nochmal zeigen. Links und rechts an dieser Uhr, das gibt es in dieser Form nur an dieser Münsteraner Uhr. Die Rostock-Uhr zeigt was Ähnliches, aber auf eine andere Art und Weise. Das gibt es in Lund nicht. Auch sehr, sehr kompliziert, kann man Geburtshoroskope mit erstellen. Ja, wenn man mal den Aufbau dieser Uhren anschaut, dann sehen die auf den ersten Blick relativ gleich aus. Wir haben unten die Kalenderscheibe an beiden Uhren, auf die gehen wir später nochmal ein. Dann haben wir aber die Uhrscheibe, die ist in Lund ganz oben, in Münster in der Mitte, was ich sehr gut finde, weil man will sie auch vernünftig ablesen können. Das ist in Lund etwas schwieriger. Ja, und der Figurenumlauf ist in Lund in der Mitte, das war denen vielleicht dort wichtiger. Und in Münster ist der eben oben. So. Das wäre die ältere Generation mit Sonnenzeiger, Mondzeiger und der Tierkreisscheibe. 3 Zeiger, die sich bewegen. Gehen wir jetzt zu der jüngeren Generation. Da hatten wir ja schon vorhin gesehen, das sind vor allem diese beiden Uhren, Rostock und Danzig. Und wenn man diese beiden Uhren hier sieht, dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, oh, das unterscheidet sich schon vom Aussehen völlig von den Uhren, die wir schon kennengelernt haben, von Münster und Lund. Und in der Tat sind da gewaltige Unterschiede in der Mechanik, in der ganzen Technik, die man hier verwendet hat. Ja, wir haben hier einen Sonnenzeiger, hier zum Beispiel in Danzig. Das ist hier eine große Sonnenscheibe. Und an dieser Sonnenscheibe hängt hier der Sonnenzeiger. Hier haben wir die Sonnenscheibe in Rostock und da hängt der Sonnenzeiger hängt hier dran. Da ist der Sonnenzeiger. Das heißt, wir haben hier einen Sonnenzeiger, der an einer Sonnenscheibe hängt. Darunter, unter der Sonnenscheibe, befindet sich noch eine Mondscheibe. Die ist also quasi runtergelegt und man kann durch dieses Loch in beiden Uhren sozusagen auf den Mond gucken. Und an dieser Mondscheibe hängt dann nochmal ein Mondzeiger dran, den man hier in Danzig sehr schön gelöst hat. In Rostock finde ich ihn etwas dunkel, man sieht ihn eigentlich gar nicht so richtig, aber hier kann man den ganz gut erkennen. Das heißt, wir haben hier einen Sonnen- und einen Mondzeiger, aber Sie sehen schon, völlig anders als in Münster und oder in Lund. So, und Mondphasen, ja, die Kugel, wie wir sie ja gerade schon kennengelernt haben, die gibt es hier nicht. Sondern hier haben wir tatsächlich ja so Sichtfenster, wo man schauen kann, wie sich der Mond am Himmel darstellt. Hier haben wir quasi ja eine Vollmondsituation. Ja, Mond und Sonne sind ja wirklich fast auseinander. Das ist ja die klassische Vollmondsituation. Und hier, ja, sind sie etwas näher zusammen. Da haben wir eher so ein Dreiviertelmond oder Halbmond. Das kann man hier in diesem Sichtfenster ablesen. Da die Sonne, ne, also habe ich noch vergessen, die Tierkreise ist hier
sind die nicht als Zeiger dargestellt, als drehbare Scheibe, sondern die sind fest installiert. Das bedeutet also auch, dass der Sonnenzeiger nicht einmal am Tag hier rumsaust, sondern der bewegt sich jetzt ganz langsam, nämlich einmal im Jahr durch alle Tierkreise durch. Und deswegen brauchen diese Uhren, die ja auch noch die Zeit anzeigen sollen, noch einen zusätzlichen Zeiger, nämlich einen Stundenzeiger. Und dann, das sehen Sie hier, da oben haben wir eine Hand, das wäre in Rostock so, und hier haben wir dann diesen Langzeiger, das ist hier in Danzig der entsprechende Stundenzeiger für die Zeitanzeige. Ja, und wenn man jetzt nochmal die wirklich mal nebeneinander stellt, Lund als alte Uhr und Rostock als jüngere Uhr, dann sieht man sehr schnell die Unterschiede. In Lund sieht man einen Sonnenzeiger, der einmal am Tag 365 Mal im Jahr um sich dreht. Dann haben wir den Mond, der in 29,5 Tagen sich quasi dreht. Dann den Tierkreis, der in Münster wie Lund sich einmal mehr dreht als die Sonne. Und deswegen läuft die Sonne einmal im Jahr quasi durch alle Tierkreise durch. Und in Rostock ist das völlig anders. Wir haben hier eine Sonne, die dreht sich einmal im Jahr, durchläuft alle Tierkreise. Dann ein Mond, der dreht sich einmal und 27,32 Tagen. Jetzt denken Sie, Moment, da war da was mit 29,5 Tagen. Ja, derzeit ist die Sonne aber auch schon ein bisschen weiter. Und damit der Mond die Sonne jetzt noch einholt, kommt noch ein bisschen was dazu. Und das schafft er genau in diesen 29,5 Tagen. Das heißt, dann haben wir wieder die klassische Situation mit Vollmond bzw. Neumond. Das sind ja die Abstände. Ja, und ein Stundenzeiger, der einmal am Tag läuft. Wenn man jetzt mal die Zeiger miteinander vergleicht, der Sonnenzeiger auf der alten Uhr, der zeigt die Zeit an. Der Sonnenzeiger bei der neuen Uhr wie in Rostock, der zeigt das aktuelle Tierkreisbild an. Der Mondzeiger, der hat hier eine Phasendarstellung. Der Mondzeiger hier wird im Kreisausschnitt gezeigt. Ja, und der Tierkreis bei diesen alten und sehr, sehr schwierig mechanisch zu bauen, dreht sich 366 Mal im Jahr, einmal mehr als die Sonne. Der ist hier fest auf der Wand montiert. Und man kann sich vorstellen, dass alle Uhren, die dann gebaut wurden, eher nach diesem Prinzip gebaut wurden, weil sie viel einfacher, technisch viel einfacher zu bauen waren. Ja, wenn wir uns das hier nochmal angucken mit Danzig und Rostock, mit dem Umlauf da oben, da sieht man, die haben hier 12 Apostel, etwas aufwendiger, die arbeiten nur mit 6 Aposteln. Und wenn man sich den Umlauf mal anschaut, dann ist das eigentlich nicht so ganz kompliziert, ist trotzdem immer wieder faszinierend, weil man ja nicht in die Technik guckt, sondern nur von außen drauf guckt, man weiß ja nicht, wie es funktioniert. Aber Rostock hat etwas ganz Besonderes zu bieten, das möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Auch da ist ein kleines Filmchen, da sieht man nämlich hier vorne, die Musik müssen Sie sich jetzt vorstellen, wie der Petrus mit seinem Schlüssel sich hier dreht, begrüßt wird. Hier kommt der Johannes mit dem Kelch, dann kommt hier der Paulus, hier haben wir den Apostel Jakobus, den Pilgerapostel. Das weiß ich jetzt gar nicht, wer das hier ist, da muss ich nur nachgucken. Und dann sehen wir hier im Goldsäckchen, das ist nämlich der Judas. Der dreht sich nicht zu Christus. Und jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Normalerweise verschwinden jetzt alle wieder für 24 Stunden, weil sowas immer nur einmal am Tag gezeigt wird. Aber dem guten Judas wird dann tatsächlich kurz vor Schluss die Tür vorm Kopf geknallt. Er muss also den ganzen Tag mit dem Rücken zum Publikum vor dieser Tür verharren. Und das ist sozusagen die Bestrafung für seinen damaligen Verrat hier an der Uhr. Ja, jetzt Lübeck. Das ist eine Uhr, die man muss wirklich sagen, leider eine Nachfolgeuhr geworden ist, weil die Uhr, die es vorher da gab, wir sehen da gleich noch ein paar Bilder, das war fast eine Zwillingsuhr der Münsteraner Uhr. Aber sie ist damals im Krieg sehr stark, ja, sie ist zerstört worden. Punkt. Nicht beschädigt, sie ist zerstört worden. So, und wenn man mal die Lübecker Marienkirche anschaut, 1976 mit viel, viel Engagement, mit viel finanzieller Unterstützung gebaut worden, wenn man sie mal vergleicht, dann gibt es eine ganze Menge Ähnlichkeiten zwischen der alten und der neuen Uhr. Wenn man mal im oberen Bereich anfangen, das ist das, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Da sehen Sie unten dieses erbärmliche Häuflein dieser Uhr, was übergeblieben war. Da war nichts mehr zu retten. Das war auch nicht zu restaurieren. Also, der Figurenumlauf damals, das war eben sehr regionalspezifisch. Das war ein Umlauf, wo jetzt nicht die Apostel rumgerannt sind oder die Heiligen Drei Könige, sondern das waren hier der Kaiser mit seinen 7 Kurfürsten. Bei der neuen Uhr in Lübeck hat man etwas sehr Globales gemacht. Da besteht nämlich der Umlauf aus einer Inderin, einem Arzt, einem Indianer, Missionar, Japanerin und so weiter. Das heißt, man hat hier wirklich Menschen aus der globalen Umgebung genommen, um hier einen Umlauf zu gestalten. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Die Uhrscheibe, da ist, wenn man mal in die alte Uhrscheibe reinguckt, da sieht man wieder den Sonnenzeiger. Wo haben wir den Mondzeiger? Hier unten fast genauso wie in Münster. Man hat hier eine Tierkreisscheibe hier, das kann man nie erkennen, die läuft hier rum, auch exzentrisch wie Münster, aber dann hat man Merkur und Venus und Mars und Jupiter und Saturn. Venus hat man übrigens genauso wie den Merkur in Münster
auch an dem Sonnenzeiger festgeschweißt. Also hier gibt es tatsächlich nur 3 weitere Planeten mit eigenen Geschwindigkeiten. Das war noch ein kleiner Unterschied zu Münster. Da haben wir die Tierkreisscheibe. Der Sonnenzeiger ist der Stundenzeiger und wir haben 5 Planeten, davon 3 eigene und eine drehbare Tierkreisscheibe. Jetzt wollen wir mal gucken, was die in Lübeck jetzt gemacht haben. Und der findige Astronom unter Ihnen wird vielleicht schon was entdeckt haben, was etwas ungewöhnlich ist. Wir haben hier die Mondphasekugel, habe ich noch vergessen, hier vorne. Schauen wir jetzt mal hier hin. Wir haben hier wieder einen Sonnenzeiger. Aha, hat man auch behalten. Ein Mond, genauso, wieder mit der Kugel. Also auch klassisch übernommen. Jetzt gucken wir uns aber mal die Tierkreissymbole an. Und wenn man mal anfängt zu zählen, stellt man erstaunlicherweise fest, es sind 13, nicht 12. Und es gibt ein Bild dabei, was nicht zu den Tierkreisen gehört, nämlich der Schlangenträger. Und jetzt wissen vielleicht die Astronomen unter Ihnen, aha, das sind jetzt alle 13, hier sage ich schon fast Tierkreise, es sind alle 13 Sternbilder, die auf der Ekliptik liegen, die die Sonne von uns scheinbar im Laufe eines Jahres durchläuft. Das heißt, hier hat man sich tatsächlich bei dieser neueren Uhr in Lübeck ein bisschen von der Astrologie entfernt und zeigt jetzt hier an, wie die Sonne in den entsprechenden Tierbildern oder Sternbildern, man muss es immer korrekt auseinander, Sternbildern der Ekliptik liegt. Also deutlich mehr astronomisch ausgerichtet als die damaligen historischen Uhren. Ja, und die Kalenderscheibe, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, die sieht also wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Na klar, wir haben jetzt hier nur ein Schwarz-Weiß-Bild, ich weiß nicht, wie es früher ausgesehen hat, aber man sieht hier eben, dass auch in der Mitte wieder ein klassisches Sonnensymbol gezeichnet worden ist und um das Sonnensymbol herum etwas, was es in Münster gar nicht gab, dass man auch für die nächsten Jahrzehnte auch Vorhersagen für Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse gezeichnet hat. Und das hat man auch übernommen an der Lübecker Uhr, auch heute noch. Und es gibt 4 Evangelistensymbole oben in den Ecken. Das hat man übrigens auch in Münster. Also da gab es wieder Gemeinsamkeiten. Also eine sehr schöne, neue, bunte Uhr, die wirklich sehr schön anzuschauen ist. So, wenn man jetzt mal alle Uhren wieder mal gemeinsam so in den Fokus nimmt und sich mal überlegt, was haben wir denn für astronomische Anzeigen, sie heißen ja nun schließlich astronomische Uhren, dann gibt es natürlich einige Details, wobei, Sie werden sehen, nicht weil ich hier in Münster wohne, aber weil die Uhr das einfach hergibt, da hat die Münsteraner Uhr einfach viel, viel mehr zu bieten als die anderen Uhren. Es gibt Mondphasen, das haben wir ja gesehen, das können die Uhren alle, nur unterschiedlich. Auf- und Untergang von Sonne. Ja, wer kann das denn zeigen? Das machen die Münsteraner übrigens völlig anders als die anderen Uhren. Stellung von Planeten in Relation zur Sonne. Stellung von Sonne, Mond und Planeten im Tierkreis. Das können vor allem die Uhren, die diese bewegliche Tierkreisscheibe haben. So, gucken wir uns das jetzt mal im Detail an. Mondphasen, da haben wir ja vorhin schon kennengelernt, dass diese Mondkugelgeschichten in Münster und in Lund eben mit dieser drehbaren Kugel arbeiten und da die Phasen abzulesen sind. Und wenn man das in Rostock sich anschaut, haben wir jetzt hier, haben wir vorhin schon mal gesehen, Sonne und Mond sind relativ weit auseinander, stehen also gegenüber von der Erde. Ist also klassische Situation, die auf Vollmond hindeutet. Kann man auch wunderbar hier erkennen in dem Ausschnitt. Und das sieht hier in Rostock, hier in einer anderen Phase eben anders aus. Da haben wir nämlich die Sonne dort und den Mond dort fast zusammen. Und wenn die beide zusammenliegen, dann ist klassische Neumond-Situation. Das heißt, hier haben wir tatsächlich auch den schwarzen Mond in dem Ausschnitt zu sehen, also eher Neumond. Ja, und bei der neuen Uhr in Lübeck haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Bild, wo man gerade wunderschön die Vollmond-Situation sehen kann. So, das waren jetzt die Mondphasen. Auf- und Untergang von Sonne, das ist nicht so ganz einfach zu zeigen. Andere Uhren machen das einfach, indem sie Daten angeben, was natürlich auch geht. Aber in Münster hat man das eben gemacht, indem man diese Horizontlinie zu Hilfe nimmt. Das ist aber jetzt nicht so ganz banal, wie sich das jetzt im ersten Moment anhört, weil wir haben ja nun die Sonne in unterschiedlichen Situationen. Sie steht im Winter tief am Himmel und im Sommer steht sie hoch am Himmel. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man sowas bauen will. Und das kann man an dieser Uhr auch ganz gut sehen. Sie sehen ja hier in dieser Zeitrafferaufnahme, wie Sonne, den Mond lasse ich jetzt mal außen vor, wie sich die Sonne langsam auf diese Horizontlinie bewegt. Und wenn sie diese Horizontlinie quasi erreicht oder sie überschreitet, das ist der Untergang. Und diese Zeiten kann man natürlich ablesen. Jetzt braucht man aber für unterschiedliche Jahreszeiten auch unterschiedliche Stellungen der Sonnensymbole. Das hat man ja an dieser Uhr auch realisiert, wie Sie ja vorhin schon gesehen haben. So, nehmen wir mal einen Punkt. Das ist jetzt so eine Situation, eher so eine sommerliche Situation, wo das Sonnensymbol ziemlich weit in der Mitte steht. Und wenn man jetzt mal überlegt, da haben wir jetzt die Horizontlinie. Wann könnte ungefähr dieser Sonnenzeiger mit dem Sonnensymbol etwa diese Horizontlinie erreicht haben?
das könnte etwa hier gewesen sein. Aber wenn man jetzt die Zeit ablesen würde, dann kommen wir jetzt hier auf 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre so etwa 9 Uhr abends. Okay, könnte er hinkommen. Das wäre so eher in der Sommersituation. Wenn er, wenn das Sonnensymbol aber jetzt im Winter deutlich mehr außen liegt, also beispielsweise da, dann kann man erwarten, dass natürlich dann die Sonne mit ihrem Symbol, also eher in diesem Bereich, den Horizont schneidet. Und wenn man dann die Zeit abliest, kommt man eher auf 6 Uhr. Das heißt, durch dieses verschiebbare Sonnensymbol kann man tatsächlich jahresübergreifend die Untergangs- und Aufgangszeiten, das wäre dann auf der anderen Seite, der Sonne eben ablesen. Ja, das hat man in Rostock völlig easy gelöst, indem man einfach die Untergangszeiten für jeden Tag oder Aufgangszeiten angegeben hat. Das ist auch in anderen Uhren ähnlich gewesen. Wenn man mal anschaut, wie ist das denn mit den Planeten? Das ist natürlich nur da interessant, wo auch Planeten gezeigt werden. Das ist natürlich vor allem in Münster der Fall. Gucken wir uns mal als erstes Beispiel Sonne und die Venus an. Da ist der Sonnenzeiger, da ist der Venuszeiger. Hier wäre der Horizont. Sie haben sich ja gemerkt, dass alles gegen den Uhrzeigersinn läuft. Das heißt, in dieser Konstellation erreicht der Venuszeiger natürlich eher den Horizont als die Sonne. Das heißt, die Venus geht abends vor der Sonne unter. Sie wird aber vor der Sonne hergeschoben. Sie können sich vorstellen, was morgens passiert. Die Venus geht morgens vor der Sonne eher auf. Das heißt, wir haben in dieser Konstellation eine Venus als Morgenstern. Im Augenblick steht übrigens die Venus auf der anderen Seite von der Sonne. Wir haben ja klassische Abendsternsituation. Ja, und wie ist das mit den Planeten? Wenn wir uns das mal hier anschauen, da oben haben wir ja den Jupiter. Der steht jetzt hier, die Sonne ist jetzt hier nicht ganz weit weg vom Horizontbereich. Man kann sich also vorstellen, wenn der Sonnenzeiger hier unten verschwindet, ist der Jupiter noch am Abend zu sehen. Das heißt, wenn man diese Konstellation sieht, weiß man, wenn die Sonne abends weg ist, es wird dunkel, der Jupiter steht noch wunderschön am Abendhimmel. Beim Saturn muss man vielleicht noch ein bisschen warten. Der steht ja jetzt auch schon im Horizont. Der ist vielleicht schön im Süden, im Südosten schon zu sehen. Ist auf jeden Fall dann sichtbar, wenn die Sonne untergeht. Also diese Relation kann man hier an der Münsteraner Uhr schon tatsächlich gut ablesen. Natürlich gibt es halt andere Möglichkeiten zu wissen, wann die Planeten zu sehen sind. Ist mir völlig klar. Aber im Mittelalter gab es das nicht. Da war die Uhr die einzige Informationsquelle, um Vorhersagen machen zu können. So, Astrologie. Ja, fällt mir ein bisschen schwer, aber es gehört einfach dazu, weil im Mittelalter Astrologie und Astronomie einfach ein sehr stark verkoppeltes Thema war. Was zeigen diese astronomischen Uhren, die man ja fast auch astrologische Uhren nennen könnte, eigentlich an? Wir haben die Stellung in den Tierkreis rein, das haben wir schon gelernt. Dann haben wir die Regenten des Tages und der Stunden. Das wird in Münster ganz anders dargestellt als in Rostock. Schauen wir es gleich mal an. Die Stellung in den Himmelshäusern, ja, das ganz kurz gleich dazu, das sind eben ganz wesentliche astrologische Dinge, die man damals eben nutzte oder brauchte. Ja, im Tierkreis sehen wir jetzt hier beispielsweise in Danzig und in Rostock bei den etwas jüngeren Uhren, wenn wir mal hier den Sonnenzeiger haben, der ist ja hier zu finden, wenn Sie hier mal gucken, da sehen Sie einen Mann mit so einem Wassergefäß, das ist also hier der Wassermann und in Rostock hier die Sonne, die steht jetzt hier oben in dem Bereich, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Da haben wir noch den Mond vergessen, der steht hier in der Waage. Das gehen wir hier rüber. Da oben haben wir den, Quatsch, da ist die Sonne, jetzt habe ich vertan. Da steht die Sonne, die steht so am Rande, aber noch im Stier. Und der Mond, das gucken wir mal, der ist hier vorne. Na, wer ist die hübsche Dame? Das kann nur die Jungfrau sein. So, das ist also die Anzeige im Tierkreis. Ja, Regenten des Tages und der Stunden. Wir haben hier in Münster einen Regent der ersten Stunde, das ist der Tagesregent. Und man hat quasi für 24 Stunden dann jeweils einen entsprechenden Stundenregenten. Und diese Stundenregenten setzen sich aus diesen 7 Objekten, die wir schon kennen, Sonne, Mond und 5 Planeten zusammen. Und die werden dann hier mechanisch durch solche 7-eckigen Holzscheibchen dann jeden Tag entsprechend differenziert dargestellt. In Rostock macht man das anders. Man hat hier oben auf der Sonnenscheibe und an dem Stundenzeiger hat man, Quatsch, also Stundenzeiger hat man dieses drehbare Symbol. Da sieht man auch diese entsprechenden 7 Objekte wie ein Münsteraner an der Uhr. Und durch die Stellung am Tag, beziehungsweise durch die Stellung der Zeiger, kann man dann den Tages- oder die Stundenregenten ablesen. Und damit entsprechende Geburtshoroskope erstellen. So, ja, wurden für Geburtshoroskope genutzt, habe ich schon gesagt. Ja, woher kommen diese 7 Objekte? Das hat unmittelbar was zu tun, auch mit dieser Reihenfolge. Saturn, Sonne, Mond, Mars, Merkur,
Nee, das ist nicht die Reihenfolge, das sind die Wochentagsregenten, Entschuldigung. Jeder Wochentag hat ja seinen Regenten, das hört man an den französischen Namen etwas deutlicher. Im Deutschen Sonntag, Sonne, Montag, Mond, das kann man noch erkennen. Aber die Reihenfolge, das hatte ich jetzt gerade falsch gesagt, die ist eben auch festgelegt. Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond. Das ist die Reihenfolge. Ja, woher kommt die? Das ist genau das, was im ptolemäischen System dargestellt wird. Ganz Ausnahme den Saturn, dann kommt der Jupiter, dann kommt der Mars, dann kommt die Sonne, Venus, Merkur und der Mond. Also das ist die klassische Reihenfolge des ptolemäischen Systems. Und diese Reihenfolge stellt sich dann auch hier Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn. Das ist genau die Reihenfolge, die wir auch hier beim Ptolemäus haben. Also die entsprechenden Regenten. Ja, und die Stellung in den Himmelshäusern ist eine sehr komplizierte Geschichte, wird hier in Münster sehr genau gezeigt. Ganz klassische, wirklich historische, antike Astrologie. Man hat damals schon in der Astrologie mit diesen Dingen gearbeitet und hat damals wichtige Aussagen getroffen, Ehen danach geschlossen, Operationen, Zähne ziehen und solche Dinge. Hat man nach solchen Horoskopen damals gemacht. Ganz alt. Ja. Widmen wir uns jetzt im letzten Thema den unteren Etagen aller dieser Uhren. Und wenn Sie diese Uhren mal alle nebeneinander sehen, ich habe jetzt mal Stralsund und noch mit reingenommen, da sieht man nämlich, dass diese Uhren alle in der unteren Etage sogenannte Kalendarien haben. Ja, das sind also Anzeigen, wo es ja eben um Kalenderdaten geht. Und wenn man sich diese mal anschaut, Münster zum Beispiel, das ist natürlich schon sehr, sehr komplex. Und wenn man da zum ersten Mal vorsteht, dann hat man eigentlich gar keine Ahnung, worum es da geht. Vielleicht nur ganz kurz vom Prinzip her, das könnte man auch locker mit einer Stunde füllen. Wir haben ja eine große Scheibe, ändert 1,5 Meter Durchmesser, dreht sich einmal im Jahr. Wir haben Innendaten für 365 Tage. Das heißt, dieser Zeiger zeigt das Tagesdatum an. Und wir haben Innendaten für 532 Jahre. Die Zahlen merken sich bitte mal, 532 Jahre von 1540, das ist das Datum dieser Kalenderscheibe, direkt nach den Täufern, nachdem die Uhr dort beschädigt worden war, gebaut worden. Und sie geht bis 2071. 532 Jahre. Es gibt keine Kalenderscheibe weltweit, die für so einen langen Zeitraum gebaut worden ist. Warum man das gemacht hat, werden Sie gleich noch erfahren. So, also innen die Tage, außen die Jahre. Sie werden sehen, bei allen anderen Kalenderscheiben ist das völlig umgekehrt. Man hat nämlich außen die Tagesdaten und innen die Jahresdaten. Und sind auch deutlich weniger Jahre angegeben. Sie sehen hier 1923 bis 2023, also eine sehr, sehr aktuelle Kalenderscheibe hier in Lund. Dann in Rostock eine Kalenderscheibe, die auch außen die Tages-, innen die Jahresdaten hat. Dieses Bild geht bis 2017. Ich durfte am 1. Januar 2018 in Rostock dabei sein mit 3000 anderen Gästen, als diese Uhr eine neue Kalenderscheibe und damit dann aktuelle Kalenderscheibe bekommen hat. Also schon was Besonderes in Rostock. So, auch in Lübeck bei dieser neuen Uhr hat man außen die Tages- und innen die Jahresdaten. So, und wenn man mal die Gemeinsamkeiten aller dieser Kalenderscheiben, Kalendarien sich anschaut, dann gibt es vor allem diese sogenannten Tagesbuchstaben, es gibt den Sonntagsbuchstaben und es gibt immer, und das war natürlich in diesen Kirchen damals ganz, ganz wichtig, Hinweise, wie man denn den Ostersonntag findet. Und da muss man ehrlich sagen, da haben die Münsteraner mir persönlich ein Riesenrätsel aufgesetzt. Warum die es so kompliziert gemacht haben, weiß ich bis heute nicht. Man könnte es einfacher machen, wie man gleich sieht, aber man hat es in Münster etwas verklausuliert. Vielleicht wollte man das nicht ganz so einfach machen. Gucken wir uns das erstmal an mit dem Tages- und dem Sonntagsbuchstaben. Mit dem Tagesbuchstaben ist ganz einfach. Ein Wochentag hat 7 Tage. Man fängt beim 1. Januar an und zählt die einfach durch. A, B, C, D, E, F, G. 7 Tage. Das Ganze nochmal, A, B, C, D, E, F, G bis zum Ende des Jahres. Das heißt, jeder Wochentag hat einen bestimmten Buchstaben. Und Sie können sich jetzt schon vorstellen, wenn jetzt hier zum Beispiel in irgendeinem Jahr das Jahr mit einem Samstag anfängt, dann ist also der 2. Januar logischerweise ein Sonntag mit dem Buchstaben klein b. Und immer dann, wenn dieses kleine b auftaucht, ist dann logischerweise Sonntag, weil das ja immer 7 Tage später ist. Das heißt, in diesem Beispiel, das ist 1541, wäre also der erste Sonntag bei dem Buchstaben B und somit bei jedem anderen B ist dann Sonntag. Das ist der Sonntagsbuchstabe. Der Sonntagsbuchstabe B bedeutet also, der zweite Tag des Jahres ist ein Sonntag. Braucht man bei bestimmten Daten, nämlich beim Ostersonntag. Gut, Tagesbuchstaben. Gucken wir uns das mal an. Münster, Lund, Rostock, Lübeck. Da gibt es an allen Uhren diese Tagesdaten. A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Den Sonntagsbuchstaben, schauen Sie sich das mal an. Auch an allen Uhren
sind diese Sonntagsbuchstaben eingetragen. Aber Sie entdecken vielleicht was Besonderes, das ist nämlich auch in allen Uhren so, immer zwei Buchstaben, alle 4 Jahre 2 Buchstaben. Sie ahnen es schon, wo es herkommen kann. Wir haben ja alle 4 Jahre ein Schaltjahr. Also da verschiebt sich das ja immer um einen Tag. Und deswegen braucht man in diesen Schaltjahren immer 2 Sonntagsbuchstaben und diese stellen sich immer am 1. März bzw. am 29. Februar dann um. Ja, Ostersonntag ist ja bekannterweise der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond ab Beginn des Frühlings. Und man kann hier in Münster das nicht direkt ablesen. Wir sehen, dass es bei anderen Kalenderscheiben viel einfacher geht. Gucken wir uns das mal an. Das ist irgendein Jahr, 1544. Da ist hier gleich das allererste in der ersten Spalte ein großes Dora, ein großes D eingetragen. Das ist für dieses spezielle Jahr 1544 der Osterbuchstabe. Ja, was machen wir jetzt damit? Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite gucken. Wir haben natürlich jetzt hier einen bestimmten Zeitraum, der geht tatsächlich vom 22. März bis zum 25. April. Das sind die möglichen Ostersonntagsdaten. Hat man die Buchstaben eingetragen. Kleines B geht das hier los und fängt hier mit dem großen A weiter an, weil das Alphabet nicht ausreicht für diese Ostersonntagsmöglichkeiten. Ja, und jetzt muss man eigentlich nur noch gucken, wo ist denn dieses große Dora hier oben eingetragen? Ist nämlich in dieser Kaskade hier oben, Sie sehen es, hier, da ist das D und dann liest man hier an dieser Stelle das Datum ab. Und da hier der April angefangen ist und hier haben wir, müssen wir eben gucken, 10, 11, 12, 13, wenn ich das richtig geguckt habe, müsste das der 13. April sein. Das heißt, über diesen Weg Osterbuchstabe des Jahres und Osterbuchstabe in dieser Kaskade konnte man an der Münsteraner Uhr den Ostersonntag dann für die 532 Jahre bestimmen. Also schon ziemlich kompliziert. Das machen die anderen Uhren viel, viel einfacher. Ich muss dazu sagen, wer heute an der Münsteraner Uhr steht und versucht jetzt für das nächste Jahr das Ostersonntagsdatum zu bestimmen, wird leider ins Leere laufen, weil man hat diese Uhr ja noch gebaut im Bereich des julianischen Kalenders, der ja 40 Jahre nach dieser Uhr 1582 letztendlich umgestellt worden ist auf den gregorianischen Kalender. Man hat diese Kalenderscheibe nie umgestellt oder angepasst, aktualisiert. Das heißt, wir haben immer noch eine Kalenderscheibe des julianischen Zeitalters. Und damit gilt sie heute nicht mehr. Damit heute können Sie heute keine Ostersonntage mehr bestimmen. Gucken wir uns das doch mal in Lund an. Was haben die denn da gemacht? So, wenn wir uns jetzt das Ostersonntagsdatum aussuchen wollen, dann müssen wir natürlich gucken, nicht nach außen, sondern nach innen. Da ist nämlich für jedes einzelne Jahr jetzt einfach der Osterdatumstag eingetragen. Machen wir das mal ein bisschen größer. Wir sehen, dass wir hier sogar 2 Daten haben. Hier unten haben wir einmal den Oster, die Osterangabe und daneben haben wir sogar noch die Pfingstangabe. Aber gucken wir jetzt mal nur aufs Osterdatum. Nehmen wir mal 2017, da haben wir den 16. April. Können Sie nachgucken, stimmt. Wollen wir noch mal schauen, ob die anderen Uhren das auch so hingekriegt haben. Gucken wir uns mal Rostock an. Da haben wir ja vorhin schon mal einen Blick drauf geworfen. Auch innen die Jahresdaten, die hier in der Mitte zu finden sind. Ich gehe da mal ein bisschen größer drauf. Da sehen Sie hier 2017 und wenn wir jetzt hier hinschauen, ja, da ist jetzt der Ostersonntag hier eingetragen und an dieser Stelle steht für 2017 so die allerletzte Angabe, weil dann endete ja diese Ära dieser Kalenderscheibe, 16. April. Passt genau, genau wie in Lund. So, gucken wir noch letztendlich auf die neue Scheibe in Lübeck, ob das da auch so gemacht worden ist, auch auf die Mitte. Da müssen wir jetzt hier in diesen mittleren Bereich gucken, auch das machen wir uns noch ein bisschen größer. 2017, 16. April. Also alle Uhren haben sich irgendwie abgestimmt, passt. So. Das wäre also völlig einfach so fand. Das hätte man in Münster auch so machen können. Jetzt ist aber vielleicht noch die Frage offen geblieben, warum hat man denn in Münster genau diese 532 Jahre? Das ist nicht ganz zufällig gewählt worden. Wenn man nämlich den Ostersonntag sich anschaut in seiner Definition, braucht man 2 Daten. Wann liegt immer Vollmond und wann liegt dann der Sonntag nach Vollmond? Also man braucht Daten über Sonntage und über Vollmond. Und da gibt es jetzt 2 Zyklen. Normalerweise wiederholen sich Sonntage alle 7 Jahre. Jetzt muss man die Schaltjahre mit reinrechnen. 4 mal 7 ist 28. Ist heute noch so. Bis auf ein paar Aufnahmen. Alle 28 Jahre wiederholen sich die Sonntage auf dem gleichen Datum. Beim Mond ist es so, dass dort ein Riesenzufall uns weiterhilft. Die Vollmonde wiederholen sich bis auf ein paar Minuten genau alle 19 Jahre. Das ist verrückt. Aber diesen Zufall hat man natürlich genutzt. Und wenn man beides zusammenbildet, zusammenbringt auf 28 mal 19, kommt man nämlich auf diese 532 Jahre. Das ist ja die sogenannte Ära des Dionysius. Und das ist ein kompletter Ostersonntagszyklus. Eigentlich haben die Macher damals in Münster darüber nachgedacht, wir bauen so eine Scheibe für 532 Jahre, weil dann wiederholt sich das Ganze ja wieder. Sozusagen ein immerwährender Ostersonntagskalender.
Aber man hat die Rechnung nicht mit dem gregorianischen Kalender gemacht, leider. So, damit bin ich schon bei dem Durchflug durch diese verschiedensten Uhren. Und ich möchte Ihnen noch zum Schluss ein paar Bilder zeigen, weil vielleicht haben Sie ja irgendwo auch schon mal andere Uhren gesehen. Hier zum Beispiel in Nürnberg an der Liebfrauenkirche in Schwäbisch Hall, auch eine wunderschöne Uhr. In München eine sehr bekannte Uhr am Alten Rathaus mit einem schönen Glockenspiel, wo man auch hier die Mondphasen schön sehen kann. Tübingen hat auch eine wunderschöne Uhr. Das Ulmer Rathaus in Asten. In Holland, wenn Sie mal genau hingucken, eine ganz moderne, relativ neue Uhr. Ich habe die noch gar nicht selber live gesehen, aber da findet man auch Planetendarstellungen. Das ist schon etwas komplizierter, das Ding. Ja, und hier in Bern, wo meine Tochter zurzeit noch lebt, aber schön, dass sie im Sommer wiederkommt, sieht man an der Südglocke, am Zeitglockenturm, auch diese wunderschöne Uhr, wo dann der Umgang rechts daneben zu finden ist. Alles draußen, nicht in einer Kirche, in Solothurn. Auch am Roten Turm diese schönen Uhren, Rathaus, Prag, eine der prachtvollsten Uhren, die man außen an den Häusern sehen kann. Vielleicht die berühmteste Uhr der Welt, ich weiß es nicht, ich höre das von vielen. In Oslo gibt es an dem ja, modernen, nicht so schön, zumindest außen nicht so schön, aber da eben doch schön, auch eine sehr schöne astronomische Uhr. Messina, den Clock Tower, Rimini, ganzer Uhrenturm, Brescia, Loggia Platz, in Hampton gibt es auch eine sehr, sehr feudale Uhr, auch da müsste man mal genau hingucken, in Dürm an der Kathedrale. Ja, und ich glaube, die vielleicht die berühmteste astronomische Uhr der Welt, die findet man im Straßburger Münster, die dortige riesengroße Uhr, die ihre Anzeigen auf mehrere Scheiben verteilt. Und wenn man sich diese Uhr anschaut, ist man schon fasziniert. Man kann es kaum mit bloßem Auge erkennen, das ist eine riesengroße Scheibe, man hat eine kleine Sonnenkugel, man hat eine ganz kleine Mondkugel. Man hat auch hier Planetenkugeln, also schon auch ein ganz kompliziertes Räderwerk. Und mit dieser Uhr konnte man 1999 auf die Minute genau eine Sonnenfinsternis zeigen. Das wäre mit keiner astronomischen Uhr möglich gewesen. Wie haben die das geschafft? Das liegt einfach daran, dass die hier in Straßburg eine völlig andere Konstruktion haben, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. Da hat man nämlich auch elliptische Bewegung eingeführt. In die Darstellung der Zeiger. Das konnte man mit alten Räderwerken damals nicht machen. Mit Abstand das allerkomplizierteste Räderwerk aller Uhren dieser Welt. Wenn man das mal live sehen könnte, Sie werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Das wäre Straßburg. Aber eben nicht Mittelalter, sondern 19. Jahrhundert. Ja, das wäre so mein Gang durch die Geschichte gewesen. Ich habe Ihnen kurz die Blütezeit der Hanse gezeigt, wie man damals auch mechanischen Uhren gebaut hat. Wir haben über drei Generationen gesprochen, die ältere Generation in Lund und Münster mal miteinander verglichen, eine jüngere Generation, auch natürlich schon sehr alte Uhren. Ich will sie damit gar nicht jung machen, aber sie sind eben nicht ganz so alt wie Lund und Münster. Das sind die in Rostock und in Danzig, dann die ganz neue Uhr in Lübeck. Dann haben wir gesehen, es gibt astronomische wie astrologische Anzeigen. Ja, ein mystisches Räderwerk oder ein mystisches Kalenderwerk ist eher das in Münster. Das ist deutlich einfacher, alles abzulesen bei den anderen Kalendarien, auch bei den etwas jüngeren Uhren, bei den modernen Uhren in Lübeck ja sowieso. Und dann haben Sie noch viele andere Beispiele von astronomischen Uhren in anderen Städten gesehen. Ganz zum Schluss möchte ich einfach mal Danke sagen, und zwar diesem Mann hier, Professor Schukowski, den ich selber in Rostock ja besuchen durfte, den ich sogar einmal durch unsere Münsteraner Uhrenlandschaft führen durfte, eine Münsteraner Uhr. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich habe gedacht, ich könnte ihm die Uhr erklären. Das war natürlich völlig umgekehrt. Aber es war so toll. Es war das schönste Uhrengespräch meines Lebens. Wir haben uns einfach toll ausgetauscht. Und der hat dieses Buch geschrieben, Wunderuhren. Da geht es um diese hanseatischen Uhren des Mittelalters, die Uhren, die Sie zum größten Teil ja gerade kennengelernt haben. So. Und jetzt atmen Sie mal ganz tief durch, nehmen sich Ihr Bierchen zur Hand. Ich bin nämlich jetzt durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für Fragen noch gekommen sind. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. So, Björn, jetzt gucke ich mal zu dir rüber. Was hast du denn in der Regie noch an Fragen bekommen? Vielen Dank, sage ich erstmal, für den wunderbaren Vortrag. Ich habe vieles Neue gelernt. Und ich war auch ganz fasziniert von den Bildern vom Straßburger, von der Uhr im Straßburger Münster. Die kannte ich selber bisher nicht, habe ich bisher noch nie mir näher angeschaut. Ja. Ich werde da mal hinfahren. Ich hoffe, dass es bald wieder geht. Geheimtipp, könnte. Es gibt tatsächlich, weiß man nicht, ob man den im Internet kriegen kann, man kann in Straßburg, am Straßburger Münster, kann man einen kleinen USB-Stick kaufen. Ah, ja. Und da sind drei Filme drauf, in drei verschiedenen Sprachen, und die behandeln die Geschichte dieser Uhr. Und da wird dieses mechanische Werk aus dem 19. Jahrhundert beschrieben. Da kommt man aus dem Staunen nicht wieder raus.
wirklich, das ist ein Wunderwerk, auch des 19. Jahrhunderts. Da hat jemand 30 Jahre seines Lebens nur für dieses Uhrwerk verbracht. Das ist heute noch unerreicht. Aber das ist schon was Besonderes. Absolut großartig. Ja. Ich frage mal an unsere Zuschauer, haben Sie Fragen, habt ihr Fragen zum Vortrag? Bisher haben mich hier im Chat keine Fragen erreicht, sondern nur ganz viel Lob. Viele ja, Leute applaudieren. Blaumeise 03, ich weiß nicht, wer es ist, applaudiert. Heiner Kerkau sagt Applaus. Ja, ja. Und Klaus Küper sagt, lieber Jürgen, vielen Dank für deinen wie immer sehr informativen und sehr engagierten Vortrag. Und man sagt, er sagt, man spürt, dass dich das Thema bewegt und begeistert. Und das ist super. Ich habe es auch wahrgenommen, natürlich. Dankeschön. Viele sagen vielen Dank. Keiner stellt bisher eine Frage. Deswegen sage ich nochmal, wenn es noch Fragen gibt, hier gerne noch im Chat eintippen und dann gehen wir direkt darauf ein. Und tatsächlich hat unser Stream so einen Lag von einer Minute. Das heißt, wenn jetzt jemand direkt eine Frage eintippt, dann sehen wir das erst in einer Minute. Aber wir schauen mal. Es gibt eine Frage, die aufgekommen sein könnte. Die Münsteraner Uhr, wie wir sie heute sehen, die ist ja von 1540. Trotzdem bezeichne ich sie ja als eine der älteren Uhren. Die älteste Uhr in Münster gab es ja schon 1396. So, sie ist aber jetzt von den Täufern oder Wiedertäufern, sagt man in Münster auch ganz gerne, ja sehr stark beschädigt worden. Sie ist aber auch restauriert worden. 1540, da sind aber in Rostock und Danzig schon die neueren Uhren gebaut worden. Und man geht heute davon aus, wenn man in Münster eine komplett neue Uhr gebaut hätte, dann hätte man sie wahrscheinlich mit der etwas einfachen Technik einer Danziger oder Rostocker Uhr gebaut. Da sie aber so komplex gebaut worden ist, geht man davon aus, dass sie auch schon so aussah wie vor den Täufern, also so auch schon 1396 zu Beginn des 14. Jahrhunderts und damit eine Zwillingsuhr gewesen ist mit der Lübecker Uhr in der Marienkirche, denn die war bis zum Weltkrieg genau im Aufbau vergleichbar mit der Münsteraner Uhr. Also auch wenn sie die Uhr jetzt vom Äußeren aus her mit den Farben und so weiter eher von 1540 ist, vom generellen Aufbau her stammt sie aber aus dem Jahre 1396, ist damit also auch von dem Prinzip des Aufbaus zu den ganz alten Uhren zu rechnen. Übrigens spannend an der neuen Lübecker Uhr ist, kleine völlig belangloses Detail am Rande, scheint genauso alt zu sein wie ich. Ja, selbes Baujahr. So, gibt es schon, tatsächlich sagen alle nur super. Es wundert mich, dass es überhaupt keine Frage gibt, aber vielleicht gibt es ja einzelne Mitglieder bei uns im Verein hier in Münster, die deine E-Mail-Adresse haben und dann fragen die dich vielleicht selber noch direkt oder so ähnlich. Und wie gesagt, wenn noch eine Frage sein sollte, dann gerne noch eben hier eintippen, dann gehen wir tatsächlich noch drauf ein. Ja. Aber ansonsten sage ich schon mal zwei, drei Worte zu unseren nächsten Veranstaltungen. Wir werden jetzt hier nämlich, solange das Planetarium geschlossen ist, solange auch Vereine sich in ihren Räumen nicht in größerer Runde treffen können, jeden Dienstag einen Vortrag hier im Planetarium haben. Und von unserem Verein oder direkt vom Planetarium organisiert. Letzte Woche hätte es ja schon einen Vortrag in unserer regulären Vortragsreihe des Planetariums, immer am ersten Dienstag jeden Monats, geben sollen. Tobias Jogler, mein Kollege, hätte da hier über Neutronensterne, die schwersten, ja gewissermaßen schwersten noch fassbaren Objekte, abgesehen von den schwarzen Löchern, also die schwersten und dichtesten Objekte im Universum, dichtesten muss man sagen, gehalten. Und sehr spannendes Thema, das ist leider ausgefallen wegen Krankheit und das holen wir nächste Woche nach. Also Entschuldigung, das holen wir übermorgen nach. Was rede ich? Am 14. Am Donnerstag, also übermorgen Abend, der Vortrag 19.30 Uhr, Tobias Jogler, Neutronensterne. Und in der nächsten Woche haben wir den ersten Vortrag, den wir nachholen, der in den letzten Monaten Corona-bedingt ausgefallen war, von einem Referenten von außerhalb, der zu uns gekommen wäre, nämlich von Dr. Volker Bodmer vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, von der Universität, nicht Max-Planck-Institut, von der Universität in Göttingen. Herr Bodmer ist an der Solar Orbiter Mission der ESA beteiligt, also dieser Mission, die jetzt gerade gestartet wurde und auf dem Weg zur Sonne ist, die Sonne umkreisen wird in der Nähe und letztlich eine Sonnenforschung aus der Nähe machen wird. Und er ist auch beteiligt an der Parker Solar Probe der NASA, die noch näher an die Sonne heranfliegt. Zwei aktuelle Missionen also der Sonnenforschung. Darum geht es nächste Woche am Dienstag, 19. Und für den 26. bereiten wir auch etwas vor. Das haben wir noch nicht vorbereitet. Da gibt es dann online veröffentlicht bei uns demnächst noch einen Termin und ein Thema. Das ist also unser Fahrplan für die nächsten Wochen. Wie es dann im Juni weitergeht, das wissen wir noch nicht.
wer weiß, vielleicht sind wir dann wieder geöffnet, da will ich noch nicht spekulieren, aber auch da informieren wir dann online auf unserer Website über unsere Social-Media-Kanäle und das gilt natürlich auch für die Veranstaltung der Sternfreunde unseres Astronomievereins hier im Juni. Ich schaue noch ein letztes Mal in den Chat und tatsächlich gibt es jetzt eine Frage, allerdings nicht zum Vortrag, doch, der Reihe nach. Heiner Kerkhoff fragt, ob man den Vortrag später noch einmal abrufen kann. Ich denke, ja, das haben wir noch nicht diskutiert, aber erstmal wird er abrufbar bleiben und dann schauen wir mal, wir hatten so locker und lose überlegt, die Vorträge, die wir hier live anbieten, 30 Tage lang verfügbar zu halten, vielleicht auch länger, das werden wir dann entscheiden. Und Sarah Wichers fragt, wie schaffen die Uhren denn, trotz des geozentrischen Weltbildes exakte Angaben zu den Planetenbewegungen zu machen? Sollte das nicht zu stärkeren Ungenauigkeiten führen, dass man sozusagen also Epizykel oder sowas nicht mitnimmt? Ja. Das wäre noch eine interessante Frage, wie das zustande kommt. Also finde ich ganz interessant, weil das war meine allererste Frage, die ich an einen Uhrenspezialisten, an eine Uhr, nämlich auch gestellt habe, als ich dann feststellte, dass die Uhr ja gebaut worden ist, als man noch geozentrisch dachte. Trotzdem lief sie ja genau. So, und der Hintergrund ist tatsächlich, dass man natürlich schon auch seit der Antike die Laufzeiten sehr genau gemessen hat. Da ging es ja wirklich auf die Minute genau, wenn ich, oder auf Stunde genau, konnte man die Umlaufzeiten vom Planeten ja schon messen. Und man hat einfach diese empirischen Daten umgebaut in eine Mechanik. Die Erklärung, die war letztlich falsch, nämlich geozentrisch. Aber die Umsetzung, das heißt die rein statistischen Daten, wie Zahlen, Tage, und Stunden, Wochen, Jahre, die kannte man. Die konnte man also umsetzen. Insofern hat man in der Mechanik einfach das umgesetzt, was man gemessen hat. Die Erklärung allerdings war falsch. Mhm. Tatsächlich konnte man ja im Mittelalter oder auch in der Antike die Planetenposition schon recht genau vorausberechnen, ja. Aber eben nur mit Hilfe dieser mathematischen Hilfskonstruktion. Ja. Man hatte ja sich so ein Weltbild geschmiedet, ja, in dem man dachte, ja, nicht die Planeten kreisen um die Erde, ja, sondern die kreisen auf einem Mittelpunkt, der seinerseits wieder umkreist wird. Ja, der Planet, ja, macht so eine, ja, ja, Spiralbewegung, ja, ist es nicht, ja, aber man dachte eben, es gäbe diese Epizykel, diese, ja, Kreise, auf denen die Planeten dann um die Erde kreisen. Mhm. Das muss ja dann in der Mechanik auch abgebildet sein, ist das ja so? Ja, es gab früher tatsächlich, wenn man mal diese Planetenschleifen, die es ja auch gibt, die hat man jetzt bei den Uhren komplett rausgelassen. Es gab aber damals, vor allem auch in Münster, das hat man dann mal später dann rausgenommen, hat man sogar mit einem zweiten Zeiger, zum Beispiel beim Jupiter, hat man Planetenschleifen gezeigt. Ah, ja. Das war aber ganz kompliziert. Das heißt, wenn man sich Gedanken macht über die Genauigkeit von Planetenanzeigen an diesen Uhren, muss man schon sagen, also da darf man jetzt nicht mit der astronomischen Lupe drauf gucken. Das ist wahrscheinlich eher so, ich sag mal, ein bisschen astrologisch angehaucht, weil die wollten vor allem wissen, in welchen Tierkreisen stehen diese Planeten. Weil diese Uhren, was machen die? Die zeigen klassische kreisförmige Bewegung. Punkt. Ja. Deswegen können die astronomisch nicht mal bei Sonne und Mond genauso. Also es taugt wahrscheinlich dafür, um zu beurteilen, kann ich den Planeten jetzt abends oder mitternachts, ja, sehen oder kann ich ihn morgens sehen, ja, aber wahrscheinlich nicht, um das Fernrohr danach, nein, auszurichten auf den Planeten. Die einzige, also wirklich weltweit, die einzige große astronomische Uhr, die das kann, das ist Straßburg. Ja. Ja. Weil die haben ja wirklich auch die realistischen Bewegungen mit den ganzen Abweichungen, die sind alle dort drin. Das schon, also etwas spitzfindig kann man vielleicht sagen, dass die alten mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Uhren eigentlich eher astrologische, ja, und nicht astronomische Uhren sind. Und astronomische Uhren haben wir in Straßburg oder in Lübeck dann in der neuen, ja, Fassung. So, ja. So kann man sich sagen. Wobei auch in Lübeck immer noch astrologische Dinge eine Rolle spielen, aber nicht so wie früher. Und wenn man mal guckt, gerade auch die Münsteraner Uhr, wie viel Astrologie-Daten dort geboten werden, dann ist also schon, man könnte fast meinen, der Astrologie-Anteil etwas höher als der astronomische Anteil. Aber darüber kann man sich ja streiten. Die Uhr heißt astronomische Uhr. Sie ist ja auch wunderbar dargestellt. Aber man hat schon damals dem Mittelalter recht getragen und hat auch viele astrologische Daten abgebildet. Ja, 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 alles klar. Also, okay, wenn es noch weitere Fragen geben sollte, kann man die, ja, gegebenenfalls auch per E-Mail an die Sternfreunde, ja, richten. Und wir leiten das dann an Jürgen Stockel weiter. Auf jeden Fall vielen Dank. Was ich vergessen habe, eingangs zu erwähnen, ist, Jürgen Stockel ist auch sozusagen Domführer oder, ja, wie sagt man, also sozusagen auch da in Amt und Würden, was ist, wenn es darum geht, den Touristen ganz offiziell die astronomische Uhr hier, ja, in Münster, ja, nahe zu bringen. Ja. Und das finde ich großartig. Ja, also vielen Dank nochmal für diesen wunderbaren Vortrag. Normalerweise würden wir an dieser Stelle jetzt eine Flasche unseres Sternfreunde Münster Referentenweines, den wir zwar nicht selber keltern, aber zumindest, ja, mit einem passenden symbolischen Etikett versehen, überreichen. Leider haben wir den jetzt nicht hier. Auch das, ja, Corona-bedingt nicht alles klappt. Das holen wir nach bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank nochmal für den wunderbaren Vortrag. Ja. Und vielen Dank an die, ich weiß nicht, wer dabei war. Genau, vielen Dank an Sie alle, die Sie mitgemacht haben und dabei waren.
Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich einfach. An der Stelle danke ich auch nochmal meinen Kollegen Max Eickmann und Tobias Jokler, die hier mitgeholfen haben, alles vorzubereiten, sodass wir hier quasi unser Studio im Planetarium einrichten konnten und jetzt hier senden können und übermorgen wieder und nächste Woche wieder und so weiter. Auch das ist großartig. Toll. Eine letzte Frage ging hier gerade noch über den Kanal, nämlich gibt es eigentlich schon konkrete Pläne für eine Wiedereröffnung des Planetariums? Leider nicht. Durch die Presse ging, dass am 30. Mai in Nordrhein-Westfalen angeblich Theater und Kinos wieder eröffnen können. Aber das habe ich bisher nur aus der Presse gehört. Wie es tatsächlich aussehen wird und ob dann das Planetarium auch mit dabei sein darf, das prüfen wir gerade. Und ich hoffe, dass es bald Neues dazu geben wird. Bisher noch nicht. Wir drücken die Daumen, dass das klappen wird. Absolut, genau. Ja. Und das betrifft natürlich auch den Astronomieverein. Wann kann man sich hier wieder zusammensetzen? Absolut. Bis dahin, Ihnen allen, euch allen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir hatten zeitweise über 100 Zuschauer. Das ist großartig. Und wie gesagt, danke fürs Dabeisein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal hier bei uns im Kanal. Lieber Jürgen, vielen Dank nochmal. Alles klar, danke. Schönen Tag noch. Macht's gut.